Herzlich willkommen, Freunde, bei dem 100. Part GTA 5, GTA 5, wie man ja auch wollt. Ja, vor 100 Parts hat quasi das Spiel für mich angefangen. Jetzt sind wir schon da bei der Zahl, die eigentlich eine Bedeutung haben sollte. Aber doch auch ein wenig beweist, dass ich hier doch ein bisschen länger brauche als geplant. Das heißt, geplant, es war schon von vornherein klar, dass es ziemlich langfristig ist. Also ziemlich klar. Und ich bin stolz auf diese Zahl, dass ich 100 Parts GTA 5 geschafft habe. Ich werde wahrscheinlich nochmal 100 Parts mehr. Also länger dauern. Schon allein online, wie ihr vielleicht wisst, ist ja auch nicht gerade so mal so mal schnell eingesammelt, sage ich mal so. Und deswegen bin ich trotzdem stolz drauf. 100 Parts. Ich glaube, Kronk hat so oder Sarah hat so viel gebraucht, um das Spiel durchzuspielen, oder? Also irgendwie sowas mit 100 waren es ja gewesen. Müssten es ja gewesen sein. So, dann habe ich jetzt erstmal hier alles. Jetzt kommt nur eigentlich noch City-Zeug. Wo ich den Heli eigentlich so gut wie gar nicht mehr so richtig brauche, außer noch ein paar Stellen, die sie mir angezeigt haben. Könnte ich eigentlich das alles hier mit dem Auto machen. Weil wenn Heli dann immer zu landen auf der Straße und... Ach, ihr wisst ja, wie es ist. Ist nicht immer leicht. Der fällt schon aus. Das ist schon nicht mehr so berauschend. Aber das musst du noch durchhalten. Alter, geh mal auf die Eier. Ich mach das, was ich will. Danke. Ich glaube, ich würde jetzt mal schnell speichern. Ach ja, ich weiß gerade nicht. Gerade irgendwie verwirrt gewesen, also nicht konzentriert. Habe ich schon erwähnt, dass ich das eben gerade nachgeguckt habe, die ganzen Sachen, und bisher eigentlich alles aufgeht, also normal mache ich alles gerade noch so richtig. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach so, Freunde. Ich mache jetzt Letters sind nirgendwo. Die sind jetzt alle nur noch, wo man zu fies zu Fuß hingelangen könnte, aber hier gibt es noch ein paar Sachen, da brauche ich noch einen Heli für. Das ist ein bisschen unklar, wo das jetzt auch ist. Irgendwo hier. Nur mit dem Heli erreichbar. Bin mal gespannt. Alter, seid doch mal nicht so Mimöschen. Was will ich denn eher ausrichten mit dem Busy, was ich hier hab. Okay, dann ist es bestimmt da oben drauf. Schon. Okay. Danke. Und das nächste ist dann irgendwo... Boah, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Hier müsste es irgendwo sein. Keine Zeit zum Ausruhen. Gleich weitermachen. Da hinten schon auf dem Turm, ne? Macht nichts mehr. Nu. Na, runterspringen kann ich ja nicht. Da bin ich weg vom Fenster.
Scheißendreck. Wechsle ich meinen Charakter. Charakter. Da muss ich ja jetzt eh da durch die Stadt cruisen. Ja. Okay. Going, man, before you take advantage. So. Fangen wir damit erstmal schön wieder unserem Heli holen. Ach, ist ja ganz nah. Super. Ey, super. Sorry, kann gerade nicht. Jetzt krieg ich wieder eine Mail. Ruckzuck, pass auf, es geht schon. Ding. Sorry, keine Zeit für dich. Lieber Sassi, ey. So, Franklin. Dann macht Daddy stolz. Jetzt kommen wieder die unglaublichen Flugkünste. Fahrkünste natürlich, Neron. Da irgendwo. Ich drücke jetzt nicht, ich tue nur abheben machen. Er zieht schon so weg, ey, das ist hart. Das ist mal so leiseste Hoffnung, dass er das irgendwann raus hat, dass ich das jetzt noch so ein bisschen erhöht fliege. Ich sag mal so, es ist eigentlich nie verkehrt, wenn man fliegen kann. Okay, aus dem Gebäude bestimmt. Komm runter, Kumpel, komm runter, Kumpel, komm runter, Kumpel. Okay. Ist ein Griff. Ja, ich seh's. Oh, jetzt muss ich noch Punkt landen oder was? Weil da komme ich ja nirgendwo mehr hoch. Ach, mit Franklin ist es ein bisschen anstrengend. Ach. Aber gut. Er erfüllt seinen Job. Puh. Okay, gibt's sonst noch was? Ich guck grad mal nach. Nee. Eigentlich nicht mehr. Okay, Freunde. Dann. Jetzt mal zu meiner Garage geflogen. Dann wird's wieder ab hier, der Spitzkatz. Im Heli kann ich natürlich immer noch mal Sachen ausweichen, also im Verkehr ausweichen, größtenteils, aber mit Franklin dann landen und so, ach, hier wisst ihr, wie es ist. Von daher denke ich mal, geht das auch in Ordnung, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumdüse. Und ich düse im Sausenschritt. Irgendwie weiß keiner, wie es weitergeht. So. Dann machen wir auf das Ding hier. Ich fange ja wieder chronologisch an. Komm, dann mache ich mal hier Pikelle. Ja, von mir aus. Ab geht der Peter hier. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Auto ist. Die Experten wissen das bestimmt schon, aber ich nicht. Ich muss ein bisschen Tempo haben.
Weil, oh, jetzt bin ich aber gerade hier unten. Könnte ich doch eigentlich von hier unten anfangen. Ich will aber von hier oben anfangen. Ich will. Nee, der Heli ist weg. Warum ist der Heli weg? Ja, wer kommt auf ein gutes Tempo eigentlich? Das Handling finde ich ein bisschen ungewohnt. Und ich den noch mal so ein bisschen hoch, dass der mir gleich immer abkratzt, quasi. Den kann ich nicht, okay. Scheiße. Ganz klar. Ganz klar. Ich stelle jetzt hier die Frage, wo das Ding jetzt ist. Das Auto treffen oder was? Guck, jetzt geht er hier nicht runter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, oh, Gott sei Dank. Danke. Guck ich mal hier überall so mal so rein. Oh, die coolen Gangster stehen hier. Die spucken mir jetzt bestimmt auf den Kopf. Ich dachte eigentlich, hier wäre der. Ach, schade. Vielleicht mehr auf der anderen Seite. Man kann ja nie wissen. Da. Ich hab's euch noch gesagt, Freunde. War, ich glaube, ich fahr erst mal heim. Hol mir meinen schnellen Flitzer. Dann geht's hier richtig zur Sache. Ja, so machen wir's. Wäre ich mal voll dafür. Dann ging die Aufnahme jetzt eigentlich schon 13 Minuten. Haben es bald geschafft, Freunde. Da habe ich geparkt. Gut. Auto kurz gesucht. Ab nach Hause erstmal. Ist eine Qual, gerade zu fahren mit dem Auto. Sobald der Tempo hat, dann wird das echt unangenehm.
hör mal auf mit sowas. Da hätte ich nochmal etwas weiter drüber fahren können. Ist jetzt auch egal. So. Sesam, öffne dich. Jawohl, da steht er, Freunde. Da steht das gute Stück. Da setzen wir uns erstmal wieder Markierpunkte dahin. Boah, der hat schon lang vom Rausfahren. Der hat so einen Speed drauf. Der Wagen ist einfach so geil. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Wagen. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nirgendwo ausfahren kann. Danach kenne ich das Spiel immer auswendig, wenn ich alles habe. Kann mich Sachen fragen, ich kann die sogar im Schlaf wahrscheinlich beantworten. So im Halbschlaf, so wenn man gerade so aufsteht, so. Und eigentlich noch nicht mal 1 mal 2 plus 3 rechnen kann. Das bringt mir bestimmt schon. Ich muss irgendwo ein Letter sein. Oder? Nee, hier. Da ist er. Das wird jetzt wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, immer das dann zu finden, denke ich mal. Auf Anhieb. Wenn man sich da so ein bisschen Zeit lässt, dann geht das bestimmt gut, aber ich will ja das so schnell wie möglich machen. Oh, verdammt, ich bin hier runtergemusst. Ach, Scheibe. So, jetzt hier rein. Wahrscheinlich da hoch. Oh Gott, ist das hier wieder verwinkelt? Warum ist das so verwinkelt? Das ist auch doof, wenn ich jetzt hier komplett hochgehe und da ist nichts. Das ist dann echt ein bisschen tragisch. Da liegt aber nichts, oder? Weder auf dem Balkon. Hier irgendwie. Nee. 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 Auch nee. Scheuert. Ich darf wahrscheinlich wieder ein bisschen näher ranzoomen. So ungefähr. Was sagt er mir denn da? Es muss auch wer hier unten irgendwo liegen. Was findet er vielleicht bei dem Haus? Runter mit dir. Runter mit dir. Hätte ich das auch schon gesehen. Oder nicht?
Irgendwie unklar. Nein. Boah, kein Schaden genommen, geil. Irgendwie unklar. Vielleicht bei dem Haus? Da gibt's noch eine Treppe, das ist doch schon verdächtig. Das ist doch schon verdächtig, finde ich. Wo ist es denn? Die Leiter suchen wir, ne? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie beim Wimmelbild von Gronkh. Hier sitzt er wahrscheinlich. Ey, da ist es doch! Da ist es doch! Und ich bin so blind und blöd und sehe es einfach nicht. Nieren, bist du bescheuert? Da ist es doch. Guck doch mal, da hat es doch gerade geblinkt. Ja, ich sehe es aber nicht. Ich sehe es einfach nicht. Sag mal, bin ich bescheuert? Das hat mir echt viel gezogen gerade. Holla, die Waldfee. Ja, ja, alles noch so scheiß verwinkelt. Treppenstufen hier, Treppenstufen da. Ach du Scheiße. Kann sich auch mal regenerieren? Franklin? Du willst dir Zeit lassen. Ich will jetzt einfach mal hier. YOLO. Oh Gott. Oh nein! Wo ist das denn? Ach Mann. Wird wieder so unverhofft viel Zeit verbraucht bei. Kacke. So, wo sind wir denn hier? Krankenhaus, dann gucke ich mal hier. Hey, how are you? Kein Auto außer davon. Ich melde das mal mit hier. Wenden hier. So. I am a skater boy. Ach, da lag's schon. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Cool. Ja, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu.
Ich weiß nicht, wo das da ist. Das suche ich jetzt mal auf dem Handy. Okay, Freunde, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Mal. Das heißt, let's get a Platin. GTA 5, GTA 5, wie man ja auch wollte. Ich würde sagen, man da weiter, wo wir aufgehört haben. Lasst den dritten Schritt, euer Neon jetzt out. Yes, sir. We'll be right back.